So, damit es heute Nacht mit dem Feuer was wird, muss ich jetzt unbedingt noch mal ein bisschen Holz machen. Ich bin richtig platt, muss ich sagen. Überhaupt keine Energie. Schade, dass es mit dem Fischen soweit nicht geklappt hat. Morgen muss ich mir da noch mal eine andere Strategie überlegen. Ich habe gerade ein richtiges Low. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das mentale Tief schon nach 6 Tagen kommt. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Also wie so vieles. Klar, man kann das nur unterschätzen. Das ist echt hart hier. Also ich habe mich schon den ganzen Tag gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich bin ein normaler Dude aus der Stadt, der... Ja, ich liebe Outdoor, ich liebe die Natur und ich bin gern hier draußen und bin schon sehr outdoor-affin. Ich weiß schon viel. Aber hier 6-7 Tage im Dreck zu sitzen, das ist schon krass. Und am schwierigsten ist einfach das Alleinsein gerade für mich. Ich würde das hier so gern mit jemandem teilen. Also die positiven Sachen. Klar, negativ auch, aber ich hätte schon Bock, jetzt einfach wieder daheim zu sein. Kein Scheiß. Also ich werde jetzt nicht einen Knopf drücken oder sowas und mich rausholen lassen, aber lange geht es auch nicht mehr so gut. Aber ja, ich werde nicht heute aussteigen. Jetzt versuche ich einfach das Beste aus dem Tag zu machen, dieses wunderschöne Fleckchen Natur einfach zu genießen. Genau. Das ganze Alleinsein, irgendwie vermisse ich meine Heimat, ich weiß es nicht, das geht mir alles ein bisschen nahe und ich steige hiermit offiziell aus. Okay, Michael, ich bestätige dir das hiermit. Bis dann. Für mich ist das Alleinsein hier doch deutlich, deutlich schwieriger als gedacht. Diese Art von Trip alleine ist, es geht einfach nicht für mich. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich auf jeden Fall unterschätzt. Ich bin auf jeden Fall auch enttäuscht von mir selbst und nicht falsch verstehen. Es ist ein tolles Land. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Auf der anderen Seite vermisse ich sehr viele Dinge, mehr als ich mir das jemals hätte träumen können. Zum Beispiel Musik. Das ist unglaublich. Also es tut mir richtig im Herz weh irgendwie. Vor dem Hintergrund habe ich mich einfach entschieden, jetzt auszuscheiden. Für mich ist die Reise hier zu Ende.